für die Einladung. Sein Platz, an den ich wirklich gerne komme. Und wenn ich meinen Wunsch für die Saison oder für den Rest der Saison gleich am Anfang äußern dürfte, ich finde den Applaus, den eben gerade das Impro-Theater gehabt hat, hier in diesen Räumen, sollte eigentlich nach jedem Spiel genauso sein. Ich wünsche Ihnen trotz schon ein bisschen fortgeschrittenem Januar noch ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, dass Sie den Jahreswechsel gut begangen haben, der Mannschaft, dass Sie, man konnte lesen, was alles an Vorbereitungen gelaufen ist und läuft, der Mannschaft, dass Sie auch den Start gut erwischt und vor allen Dingen, dass die Ziele für diese Saison alle erreicht werden und dass die Grundlagen dafür gelegt werden, dass die Wünsche, die vorhin geäußert worden sind, in dieser Reihenfolge, zweite, erste, ohne schuldhaftes Zögern erreicht werden. Ich finde, für Wiesbaden ist es ein Riesengewinn, seit wir die Arena hier haben, die Mannschaft hier haben, weil wir arbeiten zurzeit in der Landeshauptstadt Wiesbaden an der Fortentwicklung unseres Sportentwicklungsplanes. Und ich bin so ein Anhänger der Boris-Becker-These. Solange Boris Becker und Steffi Graf in Deutschland Tennis gespielt haben, haben ganz viele Leute Tennis gespielt. Die sind weg und jetzt spielt niemand mehr Tennis. Und ich meine, mit Fußball wird das sicher nicht passieren. Aber in dem Moment, wo man einen Bundesliga-Verein in der Stadt hat, einen, der dazu richtig die Ligen auch durchkrabbelt, dann hat man natürlich auch eine ganz andere Motivation bei allen. Ich habe so die Erfahrung gemacht, es ist kein Widerspruch zwischen den Profi-Bundesliga-Vereinen und den Amateurvereinen. Ich war vor einiger Zeit mal beim Turnier in Utrecht gewesen, habe mich mit E-Jugendlichen unterhalten, die brennen für ihren Verein, die spielen wahnsinnig gerne Fußball, geben jede Zeit der Welt drauf, am besten statt Schularbeiten und so. Aber jeder hat natürlich einen Lieblingsverein der Bundesliga. Deswegen gehören für mich die beiden Seiten zusammen wie bei einer Medaille. Deswegen wünsche ich dem Verein SVW in Wiesbaden alles Gute für die Saison. Viele spannende Spiele. Ich finde, was vorhin gesagt worden ist, ist völlig richtig. Auch wenn es noch nicht so viele Punkte sind. Ich finde, wir haben eine ganze Reihe wirklich guter Spiele gesehen, wo es einfach nur schade war, dass am Ende nicht ein Tor mehr gefallen ist für uns. Aber ich fand, es waren wirklich sehr schöne Spiele dabei. Und wenn das Quäntchen Glück jetzt in diesem Jahr dazukommt, dann bin ich auch sicher, dass die Saisonspiele noch erreicht werden. Um einen Gedanken aufzunehmen, weil es vorhin gerade gesagt wurde, einer der Netzwerkpartner macht diese Wände da drüben. Ich vermute, wenn man die rumdrehen kann, kann man ganz viele Pokale reinstellen. Und das Gute dabei ist auch groß dimensioniert, dass viele reinpassen. Und ich könnte mir vorstellen, vom Ambiente würde das auch sehr gut hier reinpassen, wenn hier ein Pokal nach dem anderen in jedem Jahr dann seinen Platz findet. Ich wünsche Ihnen, den Verantwortlichen des Vereins, den Trainern, eine gute Hand für die Zusammenstellung der Mannschaft, um das, was vorhin gesagt worden ist, das Optimum aus der Wahlmannschaft rauszukitzeln, den Spielern, die fortfühlen, das Glück und vor allen Dingen auch wenig Verletzungen, damit die Ziele der Saison erreicht werden können. Ich kann Ihnen nur sagen, für die Landeshauptstadt Wiesbaden ist es ein großer Gewinn, dass Sie hier an dieser Stelle, an dieser herausragenden Stelle Fußball spielen. Und ich wünsche Ihnen jeden Erfolg, weil Ihr Erfolg dann auch ein Erfolg für die Stadt ist. Vielen Dank und ein wirklich wunderbares, erfolgreiches Jahr. Dankeschön.